Und weil es so lustig war, machen wir gleich die nächste Aufnahme. Und zwar alleine im 150 Kubik mit meinem super duper Offensivteam. Obwohl ich glaube, ich ich lasse es erstmal so. Haben wir eigentlich irgendein schönes Auto? Gas, warte mal. Wartet mal, ne? Ja, das hat 4. Ne, dann nehmen wir das. Okay, jetzt im Blumencup. Auf der Pilzbrücke, Marius Piste, Daisys Dampfer, Waluigi Arena. Ich habe so ein richtig schlechtes Gefühl, dass die kommen uns da abziehen werden. Ich habe nicht geübt. Es ist dieselbe derselbe Tag wie bei der letzten, wie beim letzten Part, ne? Also, Moment. Ja, Vollgas! Okay. Hey, das ist böse. Wieso rammen die uns? Außerdem, wieso fährt Wario mit Daisy? Jetzt ist Luigi ein... Ne, war das Daisy? Das war Daisy. Jetzt wird Luigi ziemlich ich und meine tolle deutsche Sprache, ne? Jetzt wird Luigi ziemlich eifersüchtig sein. Hat er mir gerade das Item weggeschnappt? Wow. Okay, ich habe nur gehört, wie Daisy und Wario da reingefahren sind. Ich musste gerade noch schlucken, deswegen habe ich auch eine schön lange Pause da reingesetzt. Ich hoffe, das stört nicht. Nein, das stört auf keinen Fall. Ansonsten, was ansonsten? Ansonsten rammen mich Waluigi und Donkey Kong weg. Und das finde ich ganz schön böse. Moment, das könnte schief gehen. Die Cheater haben Pilz gekriegt. Ah, darauf scheißen wir, weil wir schmeißen eine Banane. Ist sie gerade an der Decke hängen geblieben? Ne, die ist wieder runtergekommen, aber es sah so aus, als wäre sie an der Decke hängen geblieben. Ich glaube, ich kann auch mal ganz kurz was zu den Autos, die hier so lustig durch die Gegend fahren, sagen. Bus macht uns kaputt. Auto macht uns kaputt. Blauer Panzer macht uns auch kaputt. Ha, die anderen sind noch reingefahren. Das finde ich toll. Dann gibt es noch diese Bombenautos. Also eigentlich Bob-Oms auf 4 Rädern. Da vorne fährt gerade eins. Lustig. Nein, da will ich nicht reinfahren. Oh. Wenn man da reinfährt, hat man denselben Effekt, wie wenn man in einen Bob-Omb reinfährt. Und dann gibt es auch diese Pilzautos, die zeige ich euch gleich mal. Ich bin jetzt extra auf den Zug gefahren, damit ihr sehen könnt, was dann passiert, ja? Hier, so ein Pilzauto, wenn man da... dagegen fährt, dann, flutscht da so ein lustiger Pilz raus. Bitte fahrt in den Bananen, danke. Dann flutscht da so ein lustiger Pilz raus, den kann man dann einsammeln und dann kann man seine Gegner nochmal übertrumpfen. Witzig ist das vor allem, wenn die Gegner gegen das Pilzauto reinfahren. Gegen das Pilzauto reinfahren. Tolles Deutsch. Wenn die in das Pilzauto reinfahren und du kriegst den Pilz ab. Das ist immer wunderbar. Vor allem, wenn man im Vierspieler-Modus spielt. Oh, die regen sich immer so schön auf. Wir sind Erster geworden. Hätte ich nicht gedacht mit... Wow, einer Sekunde Vorsprung. Das ist nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht, Herr Specht, ne? So, jetzt geht ab zur nächsten Strecke. Die nächste Strecke war... Wow, habe ich ein Kurzzeitgedächtnis. Ach ja, Marius Piste, hab ich gesagt. Und ich gucke hier gerade so aus dem Fenster und es regnet schon wieder wie sonst sowas. Alter! Ja, wir haben übrigens Donnerstag, den 31.05. Kleine... Ja gut. Wenn ich es jetzt sage, der Part kommt eh erst im Juni raus, also höchstwahrscheinlich. Ich krieg den heute garantiert nicht mehr hochgeladen, also im Juni irgendwann kommt er raus. Und ich schätze mal gleich so mit in der ersten Woche, also... Oh, nächste Woche so, ne? Ja, nächste Woche. Es bringt eigentlich so viel, dass ich das sage, ne? Ich meine, die Parts sind die ganze Zeit auf YouTube, auf meinem Channel. Und wenn ich dann sage nächste Woche, dann gucken sie alle so, hä? Kommt ja gar nichts. Das soll jetzt nicht irgendwie beleidigend wirken, aber ich stelle mir das nur so gerade vor, jetzt habe ich mich irgendwie selber aus dem Konzept gebracht. Was wollte ich sagen? Ich hab's vergessen. Irgendwas mit, wenn ich ansage, von wegen kommt nächste Woche der Part hoch. Weil dann sieht man die Videos, sagen wir mal, in so... Ja, sagen wir mal in 2 Monaten und dann sage ich halt, kommt nächste Woche hoch und dann, kommt nächste Woche nichts hoch, weil das Video schon so alt ist. Es gibt ja immer wieder Leute, die die Videobeschreibung nicht lesen und da steht ja leider drin, wann das Video hochgeladen wurde. Naja, ist bei mir zum Glück noch nicht vorgekommen. Tolle Community, möchte ich nur mal sagen. Wir haben übrigens im
Juni. Nein, nicht Juni. Nicht Juni. Mai. Mai haben wir jetzt. Im Mai haben wir übrigens die Rekordgrenze vom Januar geschlagen, also Januar 2012, haben wir nämlich den Rekord gehabt, was sondern Videoaufrufe. Insgesamt lagen die bei, 3117 im Januar. Und jetzt haben wir Mai und wir haben tatsächlich diese Grenze durchbrochen. Das war bis dahin. Alter! Ich hol mir nie wieder Bowser Junior. Meine Fresse. Ja, ja, kriegen die auch noch einen Pilz? Nee, nee. Vierter. Oh, nö. Nö, nö, nö. Jetzt muss ich ordentlich aufholen. Ich habe schon wieder vergessen, was ich sagen wollte. Mann, heute leide ich irgendwie unter Amnesie. Autsch. Ja, gut. Damit rutschen wir, glaube ich, erstmal auf Platz 3. Oh, nee, noch auf Platz 2. Aber wir sind runtergerutscht von Platz 1. Und Platz 1 wollen wir doch schon erreichen, wenn es geht, ne? Und in Daisys Dampfer versuchen wir jetzt unser Glück. Und ich hoffe, wir schaffen das. Kann das heute sein, dass ich heute mal ein bisschen wieder Laberwasser gesoffen habe? Ich weiß nicht, eigentlich habe ich nur ein bisschen Eistee getrunken. Aber daran können sie liegen, ne? Ich weiß es nicht. So. Ja, wir sind Vierter, so wie eben. Das ist... Alter, ohne Scheiß. Wir sind Zweiter und haben einen blauen Panzer. Was soll denn der Mist? Na, was soll's. Die sprengen wir in die Luft. Und Bums. Das macht Spaß. Kann öfter kommen, aber es sollte kein blauer Panzer als erster kommen. Was dann passiert, das hat Dave ja wirklich mehr als nur königlich vorgestellt. Oh, da muss ich mich auch so wegschmeißen. Oh, der Panzer ist zerschellt. Hat mich nicht getroffen, hast mich nicht getroffen. Mann, bist du schlecht. Wusch, wir fliegen durch das... Sekunde mal, war das der Auspuff? Kann man ja an sich so sagen, weil es ist ein Riesenrohr, aus dem normalerweise Qualm kommt. Was? Stirb. Ach ja, wie schön das ist, wenn man so einen großen Panzer nach hinten schmeißt und nicht nach vorne, wo er einen selber überfährt. Oh, jetzt habe ich mich verschluckt. Nein, ich trinke nichts so nebenbei, weil das ist ein bisschen schwierig mit dem GameCube-Controller. Controller. Alter, was mache ich denn? Ich habe zu viel Mario Kart 7 gezockt. Es tut mir leid. Da sind die nämlich noch nicht so schwergängig, die Autos. Wenn ihr wisst, was ich meine. Also, die werden irgendwie sehr weit nach außen gedrückt. In Mario Kart 7 ist das nicht der Fall. Da muss man schon aufpassen, dass man, wenn man eine Kurve zu eng nimmt, nicht reinfällt. Dass man nicht in die Kurve reinfällt. Ist klar, Renji. Ist klar. Deine Logik ist mal wieder göttlich. Nein, was wollte ich damit sagen? Also wenn man jetzt zum Beispiel eine Kurve hat, wo innerhalb, also innen, ich schätze mal, jeder weiß, was Kurveninnere bedeutet. Diesmal habe ich mich nicht selbst gelobt, diesmal habe ich mich fertig gemacht. Gut, ich darf beides nicht, also halte ich es im Maul. Ne, das kann man in einem Let's Play auch nicht bringen. Let's Play heißt ja Let's Play, weil man ein kommentiertes Gameplay macht. Und man sollte sie nicht als Walkthroughs ansehen. Zumindest in meinem Fall nicht, weil ich glaube, ich kann niemandem wirklich helfen, wie ein Spiel funktioniert. Wieso habe ich... Ach, scheiß mal drauf. Wir nehmen... Das ist wirklich ein Bananenweg. Aber guckt euch mal den Vorsprung an, den wir haben. Und ich will nochmal so einen Rettungsreifen mitnehmen. Und weg ist er. Rettungsreifen? Rettungsring? Ist aber mein deutsches Frenage. Eieieiei. Erster. Ich hoffe, damit haben wir einigermaßen wieder Vorsprung aufgebaut. Oder zumindest die derzeit ersten aufgeholt. Aufgeholt haben wir noch nicht mal. Ich war Vierter. Scheiße. Dann würde ich sagen, das letzte Rennen entscheidet, ne? Da sollten wir mindestens Erster sein. Und die, die jetzt Erster sind, die müssen Zweiter werden. Maximal. Minimal sollten sie Achter werden. Ja, und ich schätze mal, das kriegen die ganz gut hin, dass die mindestens Achter werden. Bei 8 Teilnehmern. Wäre zumindest ziemlich schwer, 9. zu werden. Na, pass auf. Gleich, ich komme ins Ziel, 9. Also dann würde ich, dann weiß ich nicht. Ich glaube, dann würde ich das Spiel in eine Tonne schmeißen. Weil dann ist irgendwas kaputt. Naja, wir fahren hier jetzt. Nehmt mir nicht das...
bring euch um. Ich bring euch um. Ich mein's ernst. Na komm, roter Panzer. Stirb! So. Das war extra für dich. Mhm. Für Donkey Kong, weil Waluigi mag ich eigentlich. Ha, den Panzer habe ich auch zerstört. Ich bin ja richtig gut geworden. Sollte ich Dave nochmal herausfordern? Nein, ich glaube, das endet in einer Katastrophe. Oder Bratpfanne. Ach komm! Ich habe nach hinten abgeworfen und er hat es nicht angenommen. Was soll denn der Müll? Okay, oder ich habe einfach nur zu spät reagiert. Moment! Ah! Wow. Habe ich gerade... Hat der blaue Panzer gerade 4 Leute gleichzeitig... Ey, langsam reicht's hier mit den roten Panzern. So, den habe ich auch kaputt gemacht, aber dafür ist mein Panzer draufgegangen. Naja, von Panzern und Bananen. Wo springe ich denn hin? Oh Mann. Ey, das gibt... Ja, nimmt uns... Wow, wer hat denn hier zu viele Bananen gefressen? Donkey Kong. Oder Diddy Kong, einer von beiden. Ich schätze eher auf Donkey Kong, weil Donkey Kong ist ein altes, verfressenes Schwein. Affe. Affenschwein. Schweinaffe. Oder ein Schwaffe. Er ist ein Schwaffe. So. Da guckt er, ne? Ich habe ein neues Tier erfunden. Das nennt sich Hybride. Es ist ein Schwaffe. Männlich. Das nächste Mal drücke ich vorher, versprochen. Oh, die haben sich verbrennt. Die haben sich verbrennt. Schreibt doch mal in den Kommentaren, was ihr von meinem super tollen Deutsch haltet. Ich bin zurzeit nicht begeistert. Oh, nee, komm. Also die roten Panzer, die sind hier echt überhaupt nicht Mangelware. Und zurzeit sieht es auch noch sehr gut aus für uns. Oh, habe ich den getroffen? Ich habe den getroffen, glaube ich. Die haben gerade irgendwas nach mir geschmissen. Ich weiß aber nicht was. Die zwei Items hebe ich mir lieber auf für den Fall, dass sie mal wieder einen roten Panzer kriegen sollten. Das wäre dann nicht so gut, weil, wie gesagt, die müssen maximal Zweiter werden. Die dürfen auf keinen Fall Erster werden, ansonsten schaffen wir Platz 1 nicht. Oh, diese Kurve ist immer so eng. Nicht eng, die ist, die muss man eng nehmen, so. So war das irgendwie. Ja, genau das meinte ich. Wo ist der Panzer hin? Ach ja, die Rampe frisst ja Panzer. Eieieiei. Gut, das haben wir auch geschafft. Wow, habe ich da gerade richtig gelesen, die Zeit? Ui, ich glaube, das ist mein persönlicher Rekord. 34 Punkte, wenn das gut läuft, dann... Ja, wir stehen wieder oben an der Spitze. Ein Glück, dass es im Einzelspielermodus immer noch diesen First-Player-Vorteil gibt. Dave, das hast du nicht gehört. Ja, ja. So, jetzt gibt es erstmal wieder Big Fat Party. Big Fat. Jetzt bin ich mal gespannt, was wir freigespielt haben. Ich mag die Musik voll. Und das Auto ist auch wunderbar. Aber wieso transportieren die Paracooper, wenn der eh fliegt? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich kann es mir auch nicht erklären. Und ich glaube, ich will es auch gar nicht wissen. Na, komm. Diese mitschige Itemkiste ist unsere. Und? Ja. Oh. Ein goldener Blumencup. Wer hätte das gedacht? Ja, ja, wir heißen Luke. Oh yeah. Speichern. Ja, ja, speichern. Und was haben wir freigespielt? Ja, das habe ich auch schon gesehen. Spiel, du bist schlau. Oh nee. Bürde-Turbo. Den werde ich wahrscheinlich nie einsetzen, weil ich finde... Selbst wenn es nicht Birdo wäre, sondern Yoshi, ich mag diese Autos überhaupt nicht. Also die mit diesem fetten Kopf. Es muss stylisch aussehen, kraftvoll. Oder einfach nur wie so ein kleines Kart, so wie ich eben gefahren bin. Naja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part. Und ich würde sagen, tschüss und bis denn irgendwann, euer Wrenchy LP. Bye.